praktisch das erste Stichwort. Mythos haben wir jetzt ein bisschen gestreift. Natürlich könnte man darüber noch mehr erzählen, aber es gibt noch ein zweites, und ich glaube, das war mein zweites. Also wir haben ja, das ist ja so, dass man sich natürlich am Anfang erstmal austauscht in der Theorie. Und ich glaube, das zweite wichtige Stichwort für uns und auch für mich vor allem war Tragödie. Und zwar eine Tragödie, wirklich große Tragödie, im griechischen Sinne fast. Denn der Lohengrin ist ein Stück über das Scheitern. Der Lohengrin ist ein Stück, in dem alle Figuren verlieren, und der Lohengrin ist vor allem das einzige Stück von Richard Wagner, das uns keinerlei positive Zukunftsperspektive eröffnet am Schluss. 私たちの今日お互いにいろいろ論情の見解の交換から始まるんですけれども、その中で2つ目の重要なキーワードとして登場したのが悲劇です。ここで言ってるのは本当に被写劇の方向性の意味での悲劇ということなんですけれども、ローエンクリントの作品は、キャンプワーグンの作品の中でも本当の意味で真の悲劇だと考えています。登場人物が全て最後に失敗をして敗北を喫して終わる作品。何ら未来に対して、プラスの展望に見られない作品の中です。 Wird erlöst, Santa wird erlöst. Es gibt eine große Erlösung. Tristan gibt es den Liebestod. Die stirbt, aber immerhin ist sie dadurch erlöst. Ring, brauchen wir nicht drüber zu reden. Sehr großes Erlösungsmotiv. Der Lohengrin endet mit dem Wort weh. Der Vorwurf weh, das Stück ist vorbei. Das heißt, diese tiefe Tragik, die sich in den Einzelschicksalen der Figuren als auch in der Gesamtsituation widerspiegelt, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich denke, auch da haben wir uns viel drüber unterhalten, und vielleicht möchtest du noch ein bisschen darüber sagen, wie du das Thema Tragik oder wie man mit dem Thema Tragik umgeht, wie man einen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen albern zu sagen, einen tragischen Raum erschafft, oder wie schafft man einen Raum, in dem auch Tragik passieren kann, und wie geht man mit dieser Anforderung um? クリスタンとリゾルテは愛の死で終わります。もちろんクリスタンとリゾルテの死んでしまうんですけれども、でもそこには救済がある。そしてリングはザ・ゴゾンチの通りで大きな救済で終わります。でもローエンクリーンは最後合唱の「ウェイ」ということで終わります。そこには本当に深い悲劇的な、深い悲劇の状況があって、登場人物の誰しもが悲劇に終わる。そして自体も全く救われることなく、状況そのものが悲劇的な状況で終わるわけです。 Ein tragischer Raum, was ist ein tragischer Raum? Es ist natürlich so, dass die Geschichte beides hat. Es ist eine romantische Oper, und das ist immer Hölle und Himmel zugleich. Es ist zum einen wie Elsa auch engelsgleich und zum anderen Wortwort wie eine ganz diabolische Figur. Und Lohengrin, Telramund, das sind immer die großen Gegensätze. Und wir wollten auf gar keinen Fall einen Raum illustrieren, sondern Raum lassen für die eigene Fantasie des Zuhörers, des Zuschauers. Den Raum nicht vollstellen, sondern ein System schaffen, was auch Platz hat für die eigene Fantasie und für die eigenen Emotionen. Und natürlich kann man Tragik auch mit Stimmungen, mit Lichtstimmungen zaubern, sage ich. Also weil es geht auch sehr viel um Zauber, aber um Zauber mit Fantasie und um einen modernen Zauber. 劇的な空間はどのように作るか、あるいは私が考える劇的な空間とはどのようなものでしょうか。このロエンフィンという作品は、十分にロマンチックなロマンハのオペラでもありますね。そうしたオペラの中では常に天国と地獄が描かれていて、人物でいうとエルサとローエンフィンが一方にいて、そして、もう一方の曲には、ちょっと悪魔的な存在であるトルトムーとルイはヘルマモンとが準備です。そうした、見る人が
感情を自分たちで見ている方々がお客様が広げていくことができる、そうした空間を舞台に作りたいと思います。決して何かこう押し付けがましく、こういう状況はこういうものだということを描いて見せるのではなく、十分な空間を作って、その中で皆さん自身がご自分の感情とか空想魅力とかそういったものを羽ばたかせることのできる空間を私は作りたいと思っています。ですから決して舞台にこうびっしりものを並べたり舞台装置で埋め尽くしたりということはしません。代わりにさっき申し上げたように光を使って言ってみれば独特のその場その場の雰囲気を魔法のように作り出すわけです。ここで魔法を使っているように見える、その後ろに背景にあるのが近代的な現代